guten Abend, liebe Mitglieder. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei Body and Bar, dem ballettorientierten Workout. Let's go! Okay, kommt in eure Positionen. Auf 1, draußen den Spitzenmutterse ab und den Spitzen nach außen. Bau fest, hebe die Brust hoch, zieh die Schultern zurück. Die Arme ganz locker. Okay, gut bereit. 3, 2, 1. Knie in Knie nach außen, schieb die Arme hoch. Der Oberkörper bleibt aufrecht gerade. Die Knie schieben raus. Komm hoch, spann den Po an. Super, bleib dabei. Deine Schultern sind locker. Nach unten. Und nimm die Arme nach oben. Atme ein und aus. Nochmal ein. Und aus. Dreh dich in die Seite um. 4, 5, 2, 1, 2. Hebe die Hüfte nach. Die Schultern sind hinten unten. 4, 3, 2, 1. Wechsel die Seite. Fußspitze raus, Schulter nach hinten unten. Bauch ist feste. Zwei mehr. Und Ferse weiter. Arme auf. Setz den Po nach unten. Nimm die Knie und dein Po in eine Höhe. Kleine linken Puls nach unten.
aus, Steißbein leicht nach vorne, Brust heben, Arm ein, schieben die Bauch. Auf, Arm auf Schulterhöhe. Nochmal ein, aus, einer mehr. Bleib tief. Bleib einfach noch halten. Jetzt versuch mal die Ferse nach oben zu kriegen und halte. Schaffst du das? Spannung zu halten. Super. Ja, spür die Beine. Ferse wieder langsam ab. Komm nach oben. Zieh dich noch in die Länge. Und einmal wieder. Tief. Hoch. Bleib unten und kleine. 8, 7, 6. Super. Wenn du zu Hause auch lang Spaß hast, halte. Letzte Runde auf die Zehenspitzen. Seite, hintere Ferse in den Boden, Knie gebeugt, Spannung, Schulter zurück. Atme ein, zieh die Arme ran, atme aus, lange Arme. Kurz ein technisches Problem, das macht nichts. Kann auch ohne Musik weiter atmen, aber da ist schon das nächste tolle Lied. Yeah.
Stier, Oberkörper nach vorne leiten und hinter den Fuß. Zieh, auch Musik. 4, 3, 2, 1, einmal noch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hier gleich noch zweimal. Den Po unter den Rücken. Okay? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komm noch einmal. Zieh. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawohl. Letzte Runde. Oberkörper drauf fest. Okay, so, 8. Los geht's. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 6. Alles gut. Nächste Runde. Let's go on. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Einmal ein bisschen locker durch die Hüfte. Mal frei. Hast du das gemerkt? Ja. Okay, dann wechsel in die Richtung. Super. Stell die Füße in deine Position 1. Einmal die Hände auf die Schulter. Arme ein. Aus. Öffne die Spanne im Hochfest an. Und mach dich runter. Und den oberen Rücken. Und dann öffne. Kompensation. Wirbelsäule. Kopf. Und öffne ganz stolz machen. Kopf, zieh an die Decke. Halte, Fußspitze, Tipp, hoch, 8, 7,
sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Halte. Wir greifen eine Richtung. Let's go. Wechsel in die Richtung. Come on. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Lüfte auf. Bring mal deine Füße zusammen. Einmal, warm anziehen, lass dich mal nach unten durchhängen. Schöne Säule, entlast nach unten hängen lassen. Schultern locker, wie ihr dann gleich gewollt. Drehen hoch, rechts, links. Roll dich nach oben. Roll dich nach oben auf. Zieh dich mal lang, komm auf die Zehenspitzen. Brust hoch, Schultern gegen die Rücken. Lang zieh. Spannung halten. Hänge die Hüfte, Füße tief und hoch. Hoch. Schieb dich auf die Zehenspitzen. Wie hoch kannst du dich ausdrücken? Schultern bleiben. Seid mal frei, ihr auch. Komm auf die Zehenspitzen, Hitze und den Bauch fest und hoch. Wir halten oben an. Halte an. Halte oben an. Bleib. Von hier aus noch kleiner höher ziehen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halte oben. Eine Runde mehr kommt in 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aufrufen. Super. Komm mal, ein Schwung nach vorne, das eine Bein zieht nach hinten. Ferse in den Boden. Oberkörper nach vorne, die Schulter nach hinten. Handflächen zeigen nach hinten und schieben ab. Genau, nach hinten, um den Brustkorb zu öffnen. Vier, drei, zwei, eins. Komm nach oben. Hebe mal weg. Fuß ab, greif den Fuß ab, Sprunggelenk. Linker Arm hoch. Bauch fest, Standbein gleich gekreuzt. Jetzt kippe nach vorne in die Tänzerpose. Oberkörper vor, Knie schiebt hoch, Blick in Richtung Boden. Schöne Fuß gegen die Hand, Knie nach oben, Spannung halten. Vier, drei, zwei, löse die Augen. Gut. Andere Fuß. Nach hinten. Oberkörper nach vorne. Spannung im Bauch. Schulter zurück. Handflächen nach hinten. Okay. Und nach hinten ziehen. Spür die Dehnung der Wade. Super. Greife. Hinten und Fuß. Andere Arme hoch, zieh dich in die Länge, spann den Bauch an, Kippe vor, drücke deinen Fuß in die Hand, zieh nach oben, halte Spannung, lange Arm zu mir, leg dich nicht um Boden, versuche Stabilität zu halten. 4, 3, 2, Hilfe auf, gut gemacht, locker. Wenn ihr wollt, könnt ihr das richten, dann kommt ihr langsam auf den Boden. Jetzt nicht auf den Boden. Öffne die Beine. Schiebe den Rücken lang und hoch. Wenn das nicht möglich ist, dann kann ich beugen die Knie. Einmal die Arme raus. Tippe auf den Boden. Brust geht hoch. Super.
zieh die Arme jetzt über den Kopf und auf die andere Seite. Schieb, ich spüre den Twist in der Wirbelsäule. Und wieder. Hände hoch. Und aufmachen. Nochmal. Hoch. Auf die andere Seite. Und öffnen. Schiebe deinen Kopf an die Decke. Schön lang in der Wirbelsäule machen. Und nochmal. Hexe. Zu Mitte. Und versuch den Oberkörper abzulegen. Bauch fest. Zieh dich nach vorne. Wie weit? Kommst du mit den Stirn in den Boden? Arme kommen nach vorne. Mach dir keine Sorgen, wenn du nicht so weit kommst, du kannst regelmäßig gehen, dann besser. Und dich hoch. Leg dich über die Seite zu einem Bein hin. Und löse deine Schulter vom Boden, drück den Bauch in die Matte und jetzt
entspanne einen kleinen Moment. In die Knie, strecke die Beine, Arme nach unten und schiebe ein Bein tief. So, linkes Bein. Beide Beine ablegen, drück dabei an den Bauch nach unten. Und wenn du merkst, du kommst ins Hohlkreuz, lass die Beine gebeugt. Ein kleiner Schutz. Hände unter den Po und hoch. Wichtig ist, dass die Wirbelsäule neutral bleibt. Bauch fest, nach unten stoppen. Yeah.
liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt schön mitgemacht, ein bisschen geschätzt und es hat euch gut getan. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns ganz bestimmt bald wieder. Macht's gut.